Moin moin Leute, was geht? Und heute ist mal was anderes, und zwar ein Pack Opening am Start. Und zwar FIFA 18 World Cup Modus. Mein Team ist zurzeit eigentlich ganz okay. Ja, die Bank ist auch in Ordnung. Also für Siege reicht's, aber ich möchte gerne noch gute Spieler ziehen. Und deswegen lade ich euch ein, hier das sich anzugucken. Es wird ein richtig geiles Video. Und ich hoffe, wir ziehen auch was Gutes, denn wir hauen die dort alles weg. So, mal sehen, was im ersten Pack ist. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Schlitz. Argentinien, ZOM. Gleich mal im ersten Pack. Die Baller gezogen. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Holy shit. Und Sterling noch dazu. Heilige Scheiße. Was ist das denn für ein erstes Anfangspack? Die gehen natürlich alle weg. Erstmal. Also erstmal in den Verein. Und das werden wir auch noch später aufmachen. So, dann geht's gleich einfach mal zum zweiten Pack. Und zwar wieder das 7,5K Set mit 150 Points. Und jetzt das wieder ein Schlitz. Deutschland. Rechtes Mittelfeld. Sieht mir nach Thomas Müller aus. Thomas Müller 86. Es läuft, meine Freunde. Aber es ist kein Walkout. Obwohl da hinten das Layout für Walkout eigentlich ist. Ist aber kein Workout, Tolisso, Aguilar, Verträge, Positionswechsel etc. Set natürlich einlösen und dann halt die doppelten Objekte abstoßen. Die bringen zwar keine Münzen, aber ja. So, das dritte Set in Folge. Mal sehen, was jetzt kommt. Also bisher hatten wir mit Dybala 87 und Müller 86 gute Aussichten. Wer kommt jetzt? Brasilien, ZDV, David Luiz. Na, schade. Marquinhos. Leider habe ich diesmal nicht predicted. Aber Marquinhos ist auch schon echt stark. Muss ich schon sagen. Wer ist noch so, wer versteckt sich noch so dahinter? Akinfeev, okay. Nicht wirklich gute. Nehmen wir einfach mal mit. Also ich muss sagen, in den drei Sets, ein 87er, 86er und ein 85er, das ist schon nicht schlecht. Und die gehen dann einfach auch mal weg. So, das vierte Set haben wir jetzt. 150 FIFA Points werden bezahlt für das Pack. Und jetzt mal sehen, was kommt. Wieder Schlitz. Das ist aber im Modus eigentlich Standard, dass dann Schlitz kommt. Marokko, das ist Benatia. Auch ein 85er. Das sieht man gleich an der Farbe, weil ich glaube, er ist der einzige Marokkaner, bei dem sowas kommt. Verbessert mich, wenn es nicht so ist. So, natürlich Set einlösen. Und das Luschniki-Stadion wird abgestoßen. So, jetzt kommt das nächste. Das ist mal kein Schlitzspieler. Das kommt auch ab und zu mal vor. Die kann man halt gut auch für SBCs gebrauchen. Nehme ich mal alles mit. Das wird natürlich eingelegt. Man kriegt auf jeden Fall in jedem 7,5K Set kriegt man halt auch eins fürs richtige Ultimate Team. Das ist halt das Gute. Mal sehen, was jetzt kommt. Wieder ein Schlitz. Kroatien. Okay. Mandzukic. Gut. Der ist eher nicht so was, weil ich habe mit Mbappé, Kane und Lewandowski eigentlich schon ziemlich starke. Balde, Diao, okay. Ja. Ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Das Set. So. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Set Nummer 7. Schlitz. Aber ich brauche das nicht immer callen, weil es ist halt sowieso nahezu Standard. Deutschland. ZM.
Gut, Sebastian, Rudi. Okay. Kann ich mir Besseres vorstellen. Aber ich will mich nicht beklagen. Die sind halt gut für SBCs. Und ich kann euch halt die Europa-SBC, also die Europa-Upgrade-SBC echt empfehlen, weil die ist echt OP. Da hatte ich teilweise in Sets, habe ich da Thiago und Kroos in einem Pack gehabt, die jetzt auch in meiner Startelf spielen, wie ihr das ja am Anfang des Videos gesehen habt. Das ist schon krass. So, dann wollen wir mal gleich ins nächste Set starten. Ah, was kommt? Frankreich, ZTV. Waran! Das ist doch auch ganz entspannt. Ist allerdings auch nichts für die Startelf, weil da habe ich mit Blanc und Hummels schon zwei gute. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wer besser ist von den beiden, Hummels oder Varane. Mal sehen, was ihr da so zu sagt. Nein, die werden. Also für die speziellen Karten, also zum Beispiel wie Training etc., da kriegt man schon Münzen für, aber für die Spieler kriegt man keine Münzen, weil das soll halt ein fairer Modus sein. Weil es gibt auch keinen Transfermarkt oder Food Champions hier drin. Mal sehen. Linker Flügel! Nein! 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 So ein Scheiß! Warum hätte es nicht Neymar sein können? Mann, da kommt Brasilien, linker Flügel! Oh, ist das mies! Oh. Naja, man kann ja nicht alles haben. Oh, FIFA will mich triggern. FIFA will mich triggern. FIFA will mich einfach triggern. Oh, ich ärgere mich. Aber naja, egal. Geht weiter. Leben geht weiter. Frankreich. Torwart. Lloris. Lloris ist am Start. Mit einer 87. Dazu habe ich noch Fekir, Gündogan, Loris, Rüdiger, Lindelöf. Also, das war ein richtig starkes Set, muss ich sagen. Und ja, die Volgograd Arena, die können wir auch mal abstoßen. Weil die habe ich schon alle doppelt gefühlt, die Stadien, weil man halt neben Pack eine bekommt. Na, wer ist jetzt dran? Schweden, ZTV. Ja gut, Granqvist. Ist es nicht sogar der in Russland spielt, der Granqvist? Aguilar. Okay. Normales Durchschnittspack, würde ich sagen. Da steht jedes Mal, heute ist ein Glückstag, aber man kriegt hier wirklich in jedem Pack kriegt man nochmal ein extra Set. Also das ist so ein bisschen daneben gegriffen. Okay, das ist. Ja gut, das ist wahrscheinlich die Bestrafung, dass ich gerade das Pack ein bisschen niedergemacht habe. Aber naja, ist auch nicht so schlecht. Und der Rest kann auch weg. So, dann kommen wir jetzt zum drittletzten Set des heutigen Videos erstmal. Auch kein Schlitz. Okay, das Spiel will mich wahrscheinlich gerade veräppeln. So, jetzt haben wir noch einmal ein 150 Point Set und dann auch noch ein 100 Point Set. Und jetzt nochmal Schlitz. Belgien, Stürmer ist Lukaku oder? Ja, Lukaku. Perfekt. Romelu Lukaku. Ist doch eigentlich ganz entspannt, finde ich. Also, ja, dazu noch Brucovic. Das kann ich nicht aussprechen und da bin ich auch raus. Ja, das wird alles mal mitgenommen, bis halt auf das Duplikat.
Und den kann man doch auch mal gerne benutzen für SBCs hier in dem Modus. So, jetzt kommen 100 FIFA-Points, nochmal letztes Set. Und es ist nochmal ein Schlitz. In einem 100-Set ist das nicht so erwartbar. Deutschland, Torwart. Also mit den deutschen Torhütern, man hat da mehrere Chancen. Entweder man zieht Neuer, Ter Stegen, Trapp oder ich weiß jetzt nicht, was. Also es gab vier Torhüter. Was der andere fällt mir gerade nicht ein. Wird mir wahrscheinlich einfallen, wenn ich das Video beendet habe. Und ja, ein Goldset auch noch. Gut, also man bekommt halt wirklich für jedes Set kriegt man halt wieder was. So, wir sehen uns gleich zum zweiten Teil wieder und zwar dann im richtigen Ultimate Team, wo ich garantiert aufgehört habe, weil ich nur noch FIFA World Cup jetzt mal spielen möchte. Und ja. So, und da sind wir jetzt. 15 Sets können wir hier nochmal öffnen. Fangen wir erstmal an mit dem einen Gold-Set, wo eh nur Scheiße drin sein wird quasi. Als ich das letzte Mal gemacht habe, ich habe ja schon mal für 20 € aufgeladen, ne? Da war wirklich keiner Schlitz. Kein Schlitz. Das ist halt absolute Kacke, kann ich euch sagen. Das ist halt wirklich scheiße. Und ja, mal sehen, was jetzt kommt. Premium Gold Set. Das dritte. Wieder kein Schlitz. Also mit Schlitzen habe ich nicht so, glaube ich, hier im Spiel so das Glück. Mal sehen. Wir haben noch 11 oder 10 Packs, habe ich jetzt nicht ganz genau geachtet. Aber wenn man auch schon Non-Rares bekommt im Ultimate Team, dann hat man eigentlich schon so gut wie verloren. Das nehme ich gerne noch mit. Und der Rest wird halt schnell verkauft. Also im WM-Modus hat man deutlich mehr Pack Luck als im richtigen Ultimate Team. Ist halt wahrscheinlich auch so, weil es da millionenfach Spieler gibt. Und hier halt im WM-Modus halt nur 200, 300, wenn ich jetzt nicht rechne, total scheiße. Ja, circa 1000 Spieler würde ich jetzt sogar einfach mal roundabout sagen, weil jedes Team hat ja 23 Spieler. Und daher kommt das dann. So, 9 Sets haben wir noch. Jetzt Zappa Costa. Wow. So, noch 8 Premium Gold Sets. Seitdem ich Tots Rabiot gezogen hatte vor einigen Tagen, ist nichts mehr. Da ist wirklich nichts mehr. Ich mache so meine Squad Battles Belohnung auf. Die Squad Battles habe ich schon seit Monaten nicht mehr gespielt. Und da ziehe ich einfach Rabiot Tots. Und jetzt gönnt mir EA auf jeden Fall nichts mehr. Das sieht auf jeden Fall dementsprechend so aus und so wird es wahrscheinlich auch sein. So, Bubedus, einfach meinen Verein. Stoße ich gleich eh alles nochmal ab. Ach ja, also bisher ist noch nicht so viel Glück in diesem Premium 7,5K-Set. Also im Allgemeinen in den geschenkten EA-Sets ist sowieso meistens nichts wirklich gut drin, also nichts wirklich Gutes drin. Nehmt euch das zu Herzen, macht mir das nicht nach. Aber ja, es sind noch 4 Sets. Bisher kein einziger Schlitz. Mehr Non-Rares als Rares. Hier geht's auch weiter mit Non-Rares. Also normalerweise bräuchte ich die restlichen auch gar nicht mehr aufmachen.
Denn das ist einfach verschenkte Lebensmühe. Okay, die 1000 Münzen nehme ich gerne noch mit. Und dann gehen wir jetzt in die letzten beiden Sets. Aus dem, ich predikte es, ein Rare-Spieler und ein Non-Rare-Spieler kommt. Der Non-Rare haben wir jetzt gefunden. So, jetzt müsste eigentlich ein Rare-Spieler kommen. Auch nicht gut, dann liege ich mit meiner Prediction sogar falsch. Aber naja, mit diesem geilen Pack verabschiede ich mich auf jeden Fall von diesem Video. Natürlich, bitte nicht, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und natürlich, bitte, das ist halt das Wichtige, die Glocke aktivieren, weil sonst seht ihr meine Videos nicht, die ich hochlade. Aktiviert bitte die Glocke, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, lasst ein Like da. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Damit ihr auch seht, dass euch meine Videos auch gefallen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall dann auf jeden Fall nochmal einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.